Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jens Rorbe, eine neue Ausgabe von Optionsstrategien TV. Heute geht es um einen ganz speziellen Trade, eine Frage, die wir bekommen haben, und diesen Trade schauen wir uns heute mal im Detail an. Also, um was geht es ganz genau? Dies hier soll der Chartverlauf einer Aktie sein, und zwar von Procter & Gamble. Die Aktie aktuell ungefähr bei 85, lief zuletzt hoch bis auf 92 etwa. Und jetzt haben wir folgende Frage bekommen, nämlich macht es Sinn, in dieser Aktie, also in Procter & Gamble, einen ganz speziellen Optionstrade umzusetzen? Wir schauen uns mal die Einzelheiten dieses Trades an. Wie gesagt, Procter & Gamble aktuell bei 85,46 Dollar. Die Trade-Idee wäre Short Put bei 92, also einen 92er Strike Short. 645 Dollar bringt der aktuell, und als Absicherung nach unten eine Long Put 85, der kostet 70 Dollar, also 70 Cent. So, schauen wir uns das Ganze ein bisschen an. Als erstes, was mir aufgefallen ist bei dieser Aktie, dass diese Aktie momentan bzw. die Optionen eine sehr, sehr niedrige Volatilität hat. Der sogenannte EV Rank, das heißt also, wenn man sich die implizite Volatilität der letzten 12 Monate anschaut, dann liegt diese aktuell nur bei 16,75%. Das bedeutet, dass in ca. 84% der Fälle innerhalb der letzten 12 Monate war die Volatilität höher. Wenn man Optionen verkauft, sollte man eigentlich immer versuchen, Optionen in einem hohen Volatilitätsumfeld zu verkaufen. 16,75% ist sehr, sehr niedrig. Das wäre mein erster kleiner Kritikpunkt an diesem Trade. Zweites, wenn man sich das Profit-Loss-Diagramm anschaut, dann sieht das ja recht gut aus. Also, wir verkaufen einen Put in Geld, Preis ist 85, wir verkaufen einen 92er Put, also oberhalb des aktuellen Preises, erzielen damit natürlich eine Menge inneren Wert, wie gesagt 645 Dollar, sichern dann das Ganze nach unten ab und haben damit nur ein sehr geringes Risiko. Aktuelle Zahlen sehen so aus. 580 Dollar Gewinn zu etwa 120 Dollar Risiko. An sich nicht schlecht. Ne? Würde man sagen, ich riskiere einen Dollar, um 5 Dollar zu verdienen, passt. Macht dieser Trade trotzdem Sinn? Und ich sage nein, er macht keinen Sinn. Und zwar aus folgendem Grund. Schauen wir uns das hier nochmal an. Der Trade ist also so, hier oben den Put verkauft und hier zur Absicherung den Put gekauft. Warum macht dieser Trade aus meiner Sicht nicht zu viel Sinn? Nummer 1, natürlich die niedrige Volatilität, das haben wir schon gesagt. Aber zum anderen auch, was muss denn im Preis passieren, damit man überhaupt Geld verdient? Sie sehen hier im Profit-Loss-Diagramm, dass kurz oberhalb der 85 beginnt unser Trade Geld zu verdienen. Aber er muss natürlich hier wirklich, damit er eben dieses Potenzial von 580 Dollar wirklich ausschöpfen kann, muss er eben tatsächlich, Verfall ist hier in etwa 25 Tagen, muss er eben wirklich hier hochlaufen. Tut er das nicht, verdient dieser Trade weniger oder gar kein Geld. Es stimmt, wir haben nach unten kein Risiko. Das heißt, wenn die Aktie fällt, dann haben wir ein begrenztes, kein Risiko ist falsch, wir haben ein begrenztes Risiko von etwa 120 Dollar. Aber wenn der Preis beispielsweise nur seitwärts läuft oder leicht nach oben läuft, dann werden wir natürlich viel, viel weniger verdienen. Das heißt, wenn der hier vielleicht nur auf 86 läuft, dann ist unser Gewinn sehr, sehr gering, liegt bloß bei ein paar Dollar. Prinzipiell ist es immer so, wenn man solche Trades macht, dann sieht das zwar gut aus, 1 Dollar Risiko, 5 Dollar Gewinn, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man diese 5 Dollar Gewinn auch macht, pro riskierten Dollar, ist eben sehr, sehr gering. Es gibt einen Punkt oder eine Bezeichnung im Optionshandel, das heißt, ich habe sie hergeschrieben, POP, Possibility of Profit, das heißt die Wahrscheinlichkeit eines Profits. Das kann man sich ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns in so einem Trade ist. Und bei diesem konkreten Trade liegt diese Wahrscheinlichkeit bei gerade mal 1%. Das heißt also, dass man hier wirklich diesen vollen Gewinn macht, das liegt bei ungefähr aktuelle Zahlen etwa bei 1%. Und das heißt also, selbst wenn dieser Trade funktioniert, macht man auf Dauer immer wieder solche Trades, wird man wahrscheinlich Geld verlieren, weil sie einfach gegen die Wahrscheinlichkeit sind. Nämlich,
Der Preis muss sich tatsächlich bewegen. Es muss nach oben gehen. Passiert das nicht, verdienen wir kein Geld. Deswegen, was würde ich persönlich anders machen in diesem Trade? Nummer 1, ich würde nie Optionen verkaufen bei so einer niedrigen Volatilität. Gerade im Aktien- oder ETF-Bereich ist das wichtig. Das heißt, suchen Sie nach Kandidaten, die einen höheren IV-Rank haben. Das heißt, höhere Volatilität. Damit verbessern Sie Ihre Chancen schon mal sehr, sehr stark. Zum Zweiten ist es immer so, wenn wir uns überlegen, hier muss der Preis unbedingt nach oben laufen, damit wir Geld verdienen. Wenn Sie sagen, ich bin bullish auf diese Aktie und Sie verkaufen einen ganz klassischen Bull-Put-Spread oder von mir auch einen Short-Put einfach, dann kann der Preis Folgendes machen. Er kann nach oben gehen, er kann seitwärts gehen oder leicht nach oben, er kann seitwärts gehen und er darf sogar leicht fallen und am Ende verdienen Sie immer noch Geld. Das heißt, in dem Fall haben Sie eine Möglichkeit, in der beschriebenen Variante haben Sie 1, 2, 3, 4 Möglichkeiten, wie Sie Geld verdienen. Und immer daran denken, wir sagen ja immer, wir traden nicht für den Jackpot, sondern für das regelmäßige Einkommen. Das ist ein Trade für den Jackpot. Wenn es funktioniert, super, aber wenn Sie mal 100 solche Trades machen, 1000 solche Trades machen, werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit Geld verlieren, es sei denn, man könnte wirklich extrem gut herausfinden, welche Aktien demnächst steigen werden. Deswegen meine Empfehlung, solche Trades nicht machen, sondern lieber Trades machen, die eine höhere Wahrscheinlichkeit auf Gewinn haben. Das war's für heute. Wenn euch Ihnen das gefallen hat, abonniert hier unseren Kanal auf YouTube und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, danke, tschüss, servus, auf Wiedersehen.